Und da schleim ich dann willkommen zu einem neuen Video. Bevor das Video anfängt, heute mal etwas doch ziemlich Besonderes. Ich bin hier gerade mit einem relativ bekannten YouTuber in Verbindung, der wahrscheinlich jedem von euch geläufig ist. Und wir reden hier über niemanden geringeren als Kario HD. Ja, Luca, du bist ja gerade auf der DeepMS, aber davor nochmal gerade ganz kurz. Es sind ja nicht so oft so erfolgreiche YouTuber auf meinem Kanal am Start und ich wollte es dich einfach mal fragen, ob du vielleicht für meine Zuschauer, die vielleicht auch YouTuber sind, die vielleicht auch YouTube-Videos machen, einen Tipp geben kannst, wie du die Qualität deiner Videos in die Höhe gepusht hast. Ich habe mir extra, damit ich halt aufnehmen kann, wie ich eins von diesen Dingern da fahre, hier so ein Wii-Armband dran gemacht, weil die Kamera hat da so ein Loch oder so. Okay, das ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante Technik. Ich würde mal sagen, wir kommen direkt wieder zur DeepMS. Wo bist du denn gerade? Was siehst du denn im Moment? So ein Penetrations-Windrad. Gut, ich weiß es nicht so ganz, was das jetzt auf einer Messe verloren hat. Aber ich würde mal sagen, erzähl uns doch einfach mal, was du heute noch so alles vorhast. Okay, ich würde mal sagen, wir kürzen das Ganze dann hier einfach mal ein bisschen ab. In diesem Video würde ich jetzt gerade einfach mal ein kleines Game zocken. Wollte ich da einfach mal fragen, welches Spiel würdest du denn vorschlagen? Würdest du vielleicht Minecraft PvP ganz geil finden? Ja! Okay, wie wär's denn zum Beispiel mit Geometry Dash? Nein! Gut, kannst du denn irgendwas vorschlagen? Nein, ich kann das nicht! Ja gut, dann google ich halt einfach mal nach Spielen, die meiner Kanalqualität entsprechen. Zwölf Sekunden später. Das ist schon gut genug. Okay, ich würde mal sagen, wir spielen einfach mal Tasty Planet. Luca, findest du es okay? Okay, ich nehme das jetzt einfach mal als ja. Also worum dieses Spiel eigentlich so geht, ist, du bist eine Zelle und wirst nach und nach die komplette Welt vernichten und das komplette Sonnensystem. Und dieses ganze Spiel hat sogar Story. Ich werde mal probieren, das Ganze hier einfach mal zu übersetzen. Nano-Forschungshauptquartier. Eureka! Ich habe es geschafft. Ich habe es endlich erschaffen. Was, Doktor? Den ultimativen Badezimmersäuberer. Glaube ich. Wie funktioniert es denn? Komm, hol ein bisschen Dreck und ein paar Bakterien-Exemplare. Und ich werde es dir zeigen. Es ist Grey Goo. Es ist automatisch den ganzen Dreck des Badezimmers. Und du bist sicher, es ist nur Dreck? Natürlich, sicher, also vielleicht. Ich hab's noch nicht so wirklich getestet. Es funktioniert! Okay, und wie es aussieht, können wir jetzt das Bakterium spielen und können Dreck fressen. Aber ich denke, mit Dreck werden wir uns auf die lange Tour nicht zufrieden geben, denn Dreck ist Kacke. So, und wenn wir jetzt hier irgendwann mal genug von diesen kleinen Dreckpartikeln gefressen haben, ich denke, bald sollten wir zu dem springenden Punkt gelangen. Jetzt, genau, jetzt sieht man, die werden anmarkiert und wir können auch die großen Dreckpartikel essen und damit sind wir jetzt schon 3,1 Mikrometer groß. Das ist doch super. 3,2, wird lang. 3,4, was? Wir haben es auch gleich geschafft. Da oben zeigt es mir immer an, wie viel ich noch fressen muss, um in das nächste Level zu kommen. 3,9 und 4,0 und das war's. Okay, die Story geht weiter. Wow, das ist amazing. Anfassen. Ah, es hat mich gebissen. Ich denke, es ist in meinem Körper. Geh und wasch einfach deine Hände. Bist du sicher, wir sollten das tun? Was, wenn es in die Wildnis kommt? Es ist nur ein Badezimmerreiniger. Ich meine, was kann schon schief gehen? Ah, okay, also ja, jetzt sind wir scheinbar in dem Körper. Oh, oh, das sind weiße Blutkörperchen. Ich glaube, die wollen uns angreifen, weil wir sind ja irgendwie so ein Virus, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, 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 oh. Ich bin erst in Level 2 und ich hasse dieses Spiel jetzt schon wie die Pest. Versuch Nummer 3. Ich hoffe mal, dieses Mal kommen wir irgendwie weiter. Hier sind ganz viele Viren. Und ich mag Viren in diesem Spiel. Ansonsten nicht so geil. Deswegen bin ich jetzt wieder so erkältet. Ich hasse Viren. Ihr kriegt mich nicht Missgeburten. Was? Ich wollte da nicht mal hin. Fick dich doch, ganz ehrlich. Geh kein Risiko mehr ein. Ich gehe nicht mal mehr in die Nähe. Ho, 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 ho. Ich bin groß genug, um die aufzufressen. Okay, jetzt hat sich das Blatt gewendet, meine Lieben. Ist hier noch irgendwas? Ja, hier sind noch welche. Ja, ich bin schon
4 und 27 Mikrometer groß. Das ist super. Wow. Puh. Und wir haben es geschafft. Wir haben eine Silbermedaille gewonnen. Ja, wow. Das war auch purer Skill. Wir haben nur 4-mal verkackt im 2. Level. Puh. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass ich das Spiel jemals schaffen werde. Und wie es aussieht, kommen wir ins Freie. Okay, das war's also. Ich denke, das Wasser hat es zerstört. Muss es doch zerstört haben, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Also, ist alles okay? Alles ist okay. Über nichts muss ich mir Sorgen machen? Nö. Essen? Ja, klar. Okay, und wir kommen aus dem Abwasserkanal raus. Das ist auch super. Und jetzt... Hallo? Das sieht aus, als hätten wir Blattläuse. Okay. Und im Moment fressen wir irgendwelche Erdpartikel. Und wir haben jetzt schon bald die Größe 1 Millimeter erreicht. Ja, wir sind 1 Millimeter groß. Wow, ich bin begeistert. Da hatten wir ja vorhin auch Marienkäfer gesehen. Ich bin echt gespannt, ob wir die auch aufessen können. Ich hoffe, ich hasse Marienkäfer. Das sind solche Scheißviecher. Die sind so kacke, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie irgendjemand Marienkäfer mögen kann. Also, ich mag sie nicht, falls es noch nicht klar wurde. Oh, und jetzt können wir auch die Blattläuse essen. Oh mein Gott. Okay, jetzt sollten wir aber groß genug für Marienkäfer sein. Ja, das sind wir. Sehr schön, sehr schön. Okay, wir sind schon 4 Millimeter groß. Das ist... Wow. Falls ihr jetzt immer noch dran seid, dann bewundere ich tatsächlich meine Kommentarkünste. Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie irgendjemand dieses Spiel mögen kann. Was, wir haben nur noch 10 Sekunden? Es spawnt doch nichts mehr. Ja, ein Blatt. Und da, das kann ich auch noch essen. Oh! Wir hatten noch 4 Sekunden übrig. Was zur Hölle? Wie knapp war das denn jetzt? Okay, wir kommen jetzt also scheinbar zum Essen der beiden Wissenschaftler. Leckerer Käse. Sollen wir Domino spielen? Oh, Domino. Ja, cool. Hä? Was ist das auf dem Tisch? Eine Maus? Ach, du siehst nur Geister. Okay, das heißt, wir sind jetzt hier... Oh, oh. Das sind ja wirklich Mäuse. Wir essen erstmal die Würfel. Okay. Das ist ja ein cooles Level hier. Also jetzt essen wir erstmal die Würfel aus. Noch mehr Würfel, noch mehr Würfel. Und die Legosteine können wir jetzt auffressen. Da oben waren noch Legosteine, sehr gut. Und jetzt können wir auch die Dominosteine aufessen, sehr interessant. Und die Stifte, okay. Können wir die Mäuse jetzt... Ja, wir können auch die Mäuse essen. Okay, jetzt langsam fängt es an, ein bisschen brutal zu werden tatsächlich. Ich will gar nicht daran denken, wie viele Individuen wir jetzt schon vernichtet haben. Das ist schon heftig. Okay, Leute, also ich hoffe mal, ihr habt Zeit, ne? Es könnte noch ein bisschen dauern unter Umständen. Also, wenn die jetzt nicht sich entscheiden, vielleicht mal ein paar mehr von denen zum Käse zu kommen, dann sehe ich wirklich schwarz hier für demnächst. Ich finde es immer sehr schön, wie da unten auch immer angezeigt wird, was man gerade gegessen hat. Für die ganz Dummen, die nicht wissen, was ist das für eine Kreatur? Ist das ein Elefant? Und dann schauen sie unten hin. Nein, es ist eine Maus. Oh, okay, wir konnten den Käse essen. Und wir hatten wieder nur noch 4 Sekunden übrig. Was zur Hölle? Okay, ich schätze mal, wir setzen unsere Reise in die Wildnis fort. Und hier habe ich gerade ein paar Katzen gesehen. Hallo? Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ich frage mich, ob es auch Leute gibt, die dieses Spiel competitive spielen. Ich kann es mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Also wird das nächste League of Legends? Das ist natürlich die Frage, die die Menschheit beschäftigt. Wir können jetzt auch Ratten essen oder Biber oder was auch immer das darstellen soll. Ich finde es immer sehr schön, wie da unten noch mal angezeigt wird, was man gerade gegessen hat für die ganz Dummen. Rat. Ja, es ist eine Ratte. Und oh mein Gott, wir werden gleich einfach Katzen essen. Ich glaube, ich werde einfach getötet von manchen Leuten, die Katzen mögen. Die Steuerung ist echt kacke. Die ist wirklich kacke. Die ist echt schwierig. Ich meine, das kommt jetzt ein bisschen lächerlich rüber, dass ich an so einem Spiel verzweifle, aber... Schaut mal! Das ist doch... Mann, ich kann noch nicht mehr hier. Ich habe keine Lust mehr, Leute. Bin ich jetzt endlich groß genug, um so eine scheiß Katze aufzufressen? Ich will diese verfickten Katzen endlich loswerden. Ich glaube, ja, wir sind endlich groß genug, um die Welt von diesen Übeltätern zu befreien. Ich hasse diese Viecher wie die Pest. Aber von der Zeit her sieht wieder mal gar nicht so gut aus. Ja, da ist noch eine Katze, okay. Da ist noch eine Katze. Oh mein Gott. Katzen. Können wir auch den Hund essen? Nein, noch nicht. Der Hund ist leider immer noch... Oh, jetzt können wir den Hund essen. Gut, sehr gut. Wir haben den Hund gegessen. Sehr, sehr geil. Oh, da ist noch ein Hund. Sehr nice. Boah, Hunde. Die Hunde sind echt die besten, ey. Und wir haben wieder nur noch 10 Sekunden. Da oben ist ein Hund. Nein! Nein!
Bitte, bitte, gib irgendeinen Hund oder eine Katze. Bitte, bitte nicht. Nein. Nein, wie knapp war das denn? Nach diesem herben Rückschlag musste sich unser Held zunächst zurückziehen. Das ist doch nicht... Wird er erneut die Kraft aufbringen können, um in den Kampf zurückzukehren? Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge von Tasty Planet.